Es war ein besonders emotionaler Moment für Prinz Harry. Als Schirmherr der Charity-Sportveranstaltung Walking with the Wounded nahm er am Sonntag 6 Veteranen in Empfang, die zuvor einen 1000-Meilen-Marathon durch Großbritannien absolviert hatten. Dabei überreichte ihm die Soldatin Kirsty Ennis, die 2012 bei einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan schwer verletzt worden war, ein besonderes Geschenk: die Erkennungsmarke eines toten Kameraden. Der britische Thronfolger war selbst 10 Jahre lang Soldat und hatte unter anderem mehrere Einsätze in Afghanistan gehabt. Die Organisation Walking with the Wounded unterstützt verwundete Soldaten. Harry war Ende September eine Etappe von rund 27 Kilometern mit ihnen gewandert. Zudem hatte sich der 31-Jährige bereits an Expeditionen zum Nord- und Südpol beteiligt und war Schirmherr einer Expedition zum Mount Everest.